Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man einen Motorwechsel bei einer BR218 von Märklin Z vornimmt. Ich habe vor 2 Wochen meine Wartungsfahrten durchgeführt, was ich immer mal wieder in bestimmten Abständen mache. Und da hat sich herausgestellt, dass hier bei der Rotbeigen der Motor kaputt ist. Beleuchtung geht, aber sie läuft halt nicht. Wie man sieht. Rote bewegt sich, Rotbeige nicht. So, ist einfach eine ganz einfache Sache. Als erstes nimmt man hier das Gehäuse ab. Ist ein neueres Modell. Da ist die Beleuchtung, ist Elektronik und die Bieren im Gehäuse nicht mehr hier reingesteckt. Bei dem älteren Modell hier. So, hier ist die Platine. Mit einer Schraube befestigt, die dient auch gleich als Masse. Und hier sind die Kontakte für den Motor. Falls euch so ein Draht mal kaputt geht, einfach eine Ader aus dem Mehraderkabel nehmen und neu ranlöten. Die Platine abnehmen, sieht man die beiden Drähte, wenn mal einer abbricht, einfach Ader irgendwo rausschneiden und neu anlöten. So. Motor, hier liegt eine Getriebewelle drin, hier. Die Halter hier, die auch gleichzeitig als Kontakt fungieren, sind mit 2 Schrauben hier rechts und einer links fest, weil hier kommt die Masseschraube hier rein. So, hier sieht man jetzt die Getriebewelle. So, jetzt kann man den Motor rausnehmen. Und hier haben wir einen neuen Märklin Z5 Polar. 35,90 bezahlt für, inklusive Versand, ist ein guter Preis. Wenn jemand eine Idee hat, wo man die billiger herkriegt. So, einfach wieder reinsetzen, einfach mir Bescheid sagen. So. Welle wieder drüber. So ein bisschen Fummelkram. Ist nicht so einfach jetzt für mich wegen der Kamera, weil normalerweise mache ich das direkt auf einer Auflagefläche. Nicht freihändig. So. Sitzt. Teile wieder raufsetzen, da ist das auf dieser Seite immer sehr schwierig. Halt wegen dem Motorkontakt. So, ein bisschen wegbiegen hier. Kommt man da nicht rüber. Da.
Wenn ihr sagt, meine Loks sehen von innen so hell aus, sprich kein schwarzes Öl. Ich nehme fast unsichtbares Spezialöl, was nicht verharzt. Ich kann euch jetzt aber leider nicht mehr die Marke sagen, beziehungsweise wo ich das her habe. Weil da habe ich schon länger her, wo ich das gekauft habe. So, wieder festschrauben. Gut. Die andere Seite ist einfacher, halt weil da kein Motorkontakt ist, kann man einfach so raufsetzen. Wie gesagt, freihändig hier wegen der Kamera, bisschen schwieriger. Besonders diese blöden Schrauben, wenn man nicht richtig über ein Loch ist. Jetzt sitze. Es reicht eine, wir haben aber zwei, dann setzen wir die zweite auch noch da rein. So. Platine wieder drauf. Muss man natürlich gucken, den Motorkontakt hier ein bisschen biegen. So. Gucken, wie das passt. Hier ist das Loch. Festschrauben. Wie gesagt, die Schraube fungiert auch als Masse. Sonst läuft die Lok nicht. So, jetzt muss man hier gucken. Roter Kontakt ist nicht dran auf der einen Seite. Biege das hier erstmal runter, damit das Gehäuse wieder aufpasst. Und dann biege ich mir den Draht da wieder ran. Da muss man immer mal testen, ob die Kontakt haben. Wenn man nicht sieht, halt eine Lupe nehmen. So. Gucken wir, ob Kontakt da ist. Nein. Biegen wir den erstmal wieder hoch. Wie man sieht, läuft die Lok. Das heißt, dieser Motor ist defekt. Wahrscheinlich die Kohlen, ich werde mal gucken. Schauen wir mal. Aber ihr habt gesehen, ist relativ einfach, den Motor zu wechseln. Wie immer in meinen Videos, wenn ich denn mal was filme, kommt so ein scheiß Flieger, aber egal. Jedenfalls, der Motor kostet, da wo ich ihn herbesorge, 35,90 inklusive Versand. eBay-Verkäufer, die 50 € und mehr verlangen, Finger weg, einfach googeln,
findet man noch günstiger. So, jetzt ist natürlich wichtig, den Kontakt wieder richtig hinbiegen, das Gehäuse raufpasst und dann muss man natürlich die Kontakte wieder anbiegen. Das ist immer ein bisschen Fummelarbeit, dass sie auch Kontakt haben. Aber sonst passt das Gehäuse halt nicht rauf. Könnte klappen. Schauen wir mal. Gehäuse passt. Fertig ist der Motorwechsel. Haben wir den Kontakt wohl wieder runtergebogen. Wie gesagt, das ist ein bisschen Fummelkram, müssen wir ausjustieren. Aber wichtig ist, der Motor funktioniert. Wie gesagt, alles ohne Drehbuch und Test. Werde ich noch ein bisschen nachjustieren. Wichtig ist halt, die Lok läuft. Wollte ich euch einfach mal zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, hat Spaß gemacht.